Willkommen, meine Damen und Herren, zum epischen Toti verbuggt EA Danke für gar nichts Event des Jahres. Erste Mal in der ganzen Geschichte der FIFA von Schweizland ist die Schweiz im Toti Nomine vertreten mit komplett verdient Gregor Kobel. Aber es werden noch mehrere fragwürdige Fragen in diesem Video festgestellt werden. Aber mehr dazu später. Torwart des Jahres gibt's nicht viel zu sagen. Wir haben hier eine nette Auswahl. Courtois, Champions League-Sieger, Martinez, WM-Sieger, Bono, beste Saison seines Lebens. Mit Trapp haben wir hier den deutschen Vertreter. Nee, für mich ist ganz klar, Courtois, Champions League-Sieger bis auf die WM, eigentlich fast ein perfektes Jahr gehabt. Und Courtois kommt jetzt einfach bei mir rein, da ist nichts zu diskutieren. Da bin ich absolut deiner Meinung, Courtois ist auch der Vertreter in meinem Tor. Zuerst mal die Skandale aufdecken. Rüdiger und Alaba sind nicht dabei, nur Eder Militao. Ja, wir gehen wir kurz durch. Also, wir dürfen vier wählen. Gibt's bei dir schon eine Position, die da fix ist? Definitiv ja, meine beiden Außenverteidiger. Lucas Hernandez links und rechts Hakimi. Ist meiner Meinung nach auf jeden Fall vertretbar. Hernandez geisteskranke Saison bei AC Mailand. Und Hakimi natürlich auch mit Marokko. Richtig gut. Ja, bei mir sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Also ich finde, es gibt einige Spieler, zum Beispiel Davies eben, hat wieder eine gute Saison nach der Verletzung, muss man sagen. Frimpong auch sehr, sehr gute Spieler. Auch Klaus eigentlich sehr, sehr viele Leute, die man hier wirklich nominieren kann. Aber die Entscheidung fällt, glaube ich, bei fast allen. Also Hernandez ist fix drin, das ist bei allen so. Und dann fällt die Entscheidung einfach zwischen Hakimi oder Joao Cancelo. Ich nehme jetzt Joao Cancelo, weil er mich auf einer neuen, anderen Stufe überrascht hat mit seinen Spielmacherqualitäten im Mittelfeld. Als unglaublicher Box-to-Box-Außenverteidiger auf beiden Seiten, das ist unglaublich, was der da macht. Und ich glaube, da werden wir noch viel sehen von ihm. Ja, die Innenverteidiger. Jetzt wird es richtig, richtig interessant. Also meine Wahl, hätte ich diese Auswahl nicht gesehen, wäre lustigerweise rein... Ganz genau, diese beiden Herren spielen die beste Saison ihres Lebens, haben mit Real gefühlt alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und deswegen hätte ich ihn auf jeden Fall im Toti wie letztes Jahr eigentlich schon drin gesehen. Und deswegen nehmen wir hier Leute mit wie Biragi, Grimaldo oder keine Ahnung, beispielsweise auch Süle. Mich regt Ruben Dias jedes Jahr auf, mich regt auch Van Dijk auf, weil es einfach immer die sind, weil Premier League immer gewählt wird. Guardiol hätte ich gerne genommen. Ja, fehlt mir noch der Schritt. Der wird auf jeden Fall irgendwann mal ins Team of the Year kommen und dann vielleicht auch bei den Honorable Mentions dabei sein. Koundé hat mich auch sehr, sehr überzeugt. Aber für mich hat der unglaubliche 38-jährige Thiago Silva verdient. Alles, was ich von ihm gesehen habe, war Weltklasse. Seine Führungsqualitäten. Auch das Tempo im hohen Alter immer noch gut. Er steigt da als Libero-Rolle ein bei Chelsea. Das ist unglaublich. Und einfach, weil ich nicht noch einen PSG-Vertreter mit Marquinhos nehmen will, weil wir wissen alle, dass PSG vertreten sein wird, und weil es eigentlich Real Madrid viel mehr verdient hätte, kommt Eder Militao rein. Ein unglaublicher Innenverteidiger. Professionelle und starke Meinung. Es ist sehr schwierig, meiner Meinung nach. Aber Tomori, er ist zwar noch jung, aber er wird meinen ersten Platz treffen. Und mein zweiter Vertreter wird natürlich mit Real Madrid Eder Militao, weil die anderen beiden einfach nicht dabei sind. Gut, kommen wir direkt zu den Mittelfeldspielern. Hier sind sehr viele Spieler vertreten. Aber mein erster Pick fällt auf Bellingham. Der sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall wechseln, weil bei Dortmund wird er nicht viel reißen, wenn die so weiterspielen, wie sie halt die letzten Saisons so weiter gespielt haben. Keine Ahnung. Premier League irgendwo. Meiner Meinung nach sollte Luka Modric noch zu seinem krönenden letzten Jährchen eine Toti-Karte bekommen.
Und der dritte wird dann nämlich richtig schwierig. Ich muss mich entscheiden zwischen Tchouaméni, Barella oder natürlich auch Pedri darf man nicht vergessen. Ich nehme Tchouaméni. Ich habe auch meine Kandidaten, ich gehe die ganz, ganz kurz durch, weil Real Madrid Champions League-Sieger und auch jetzt immer noch mega am Performen. Modric auf jeden Fall verdient, Kroos auch sehr, sehr verdient, Valverde eigentlich auch ziemlich verdient, auch wenn er viel auf dem rechten Flügel gespielt hat, was er aber auch mega gemacht hat, also unglaublich. Tchouaméni wächst langsam in die Rolle rein, jetzt wo Casemiro weg ist. Und bezüglich Casemiro, er hilft Man United in allen möglichen Bereichen. Ich hätte ihn fast genommen. Ne, aber kommen wir zuerst wieder zum größten Skandal der Welt. Der beste deutsche Fußballer und wahrscheinlich auch der beste Fußballer der Bundesliga des letzten Jahres ist Ja. nicht mit dabei. Es ist nicht Doan, es ist nicht Grifo, es ist auch nicht Kamada, es ist Jamal Musiala. Wir gehen aber zuerst mal mit einem Pick Bellingham. Das ist unglaublich, was der leistet. Ich werde Modric reintun, weil einfach verdient. Ich meine, schaut ihn euch an. Es ist unglaublich, Modric muss auf jeden Fall rein. Jedoch fällt meine Entscheidung jetzt zwischen Valverde und Casemiro und vielleicht noch ein bisschen Kroos. Aber ich glaube, ich werde Valverde reintun. Dann würde er dann halt hier so auf der rechten Seite spielen und Bellingham vielleicht eher ein bisschen defensiver. Aber das wäre auf jeden Fall meine Dreierauswahl. Und zum Glück kein Kevin De Bruyne, weil der kommt sowieso. Ja, So. und wir sind halt wieder an einem Punkt angelangt, wie jedes Jahr, wo Iago Aspas wieder eine tote Karte verdient hätte. So, meinen ersten Pick habe ich schon mal fix. Benzema belegt bei mir die Stürmerposition. Das ist fix. Das Problem ist, wir haben nur drei Spieler, oder? Und eigentlich ist meine Auswahl schon gefallen. Ich will hier ganz, ganz große Props geben an drei Spieler. Aber wir gehen jetzt zuerst mal rein. Mein erster komplett fixer Pick ist einfach Kylian Mbappé. Und ich werde ihn jetzt auf die linke Seite tun. Werde dazu gleich meinen Honorable Mention machen. Oder sogar zwei. Und das ist Neymar und Vinicius. Beide Brasilianer, unglaublich. Vinicius nochmal einen Riesenschritt in seiner Entwicklung gemacht. Und auch Neymar, diese Zahlen in dieser Saison, das ist unglaublich. Ja, die jetzt auf jeden Fall verdient. Das kann man einfach nur so stehen lassen. Soll ich mich gleich anschließen? Kylian Mbappé, linker Flügel. Arsenal spielt so gut, dass eigentlich ein Arsenal-Spieler drin sein sollte. Ødegaard wird es leider nicht. Gabriel Jesus leider auch nicht, eben jetzt auch verletzt. Sehr, sehr schade, aber hätte es auf jeden Fall verdient. Und so leid es mir auch tut, muss ich Messi reintun, wenn du den World Cup gewinnst und mehrere Jahrzehnte schon fast darauf hinarbeitest. Ja, ist das eigentlich nur verdient. Und dann als letztes, ja, tut es mir schon fast weh, so viele Spieler auszulassen. Weil Rafael Leao hätte es sowas von verdient. Und ich hoffe auch sehr, dass er in den Honorable Mentions vorhanden ist. Aber es wird halt leider Gottes Benzema, wobei ich mit ihm auch nicht unzufrieden bin. Auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Ballon d'Or verdient, alles verdient. Ja, und dann wird wahrscheinlich Haaland als 12. Mann aufgestellt. Das ist halt das Ding. Ich werde jetzt Messi auf jeden Fall auf den rechten Flügel packen, weil der Typ hat diese Saison mit Argentinien einfach noch Gott sei Dank die WM geholt. Man vergönnt es ihm wirklich. Er hat jahrelang darauf hingearbeitet und endlich hat er es geschafft. Und es tut mir einfach richtig weh. Erling Haaland, den Torschützenkönig der derzeitigen Premier League Premier Saison. League Saison hier einfach stehen zu lassen. Aber Haaland wird auf jeden Fall beim Team of the Season dabei sein, egal was jetzt noch irgendwie passiert. Natürlich. Stimmt, noch kurz ein Skandal aufdecken. Marcus Rashford wird komplett gestrichen. Der spielt gerade, ich weiß es nicht über das ganze Jahr, er hätte es niemals ins Team of the Year geschafft, aber zumindest nominiert werden. Er spielt gerade eine unglaubliche Saison, ist von der wahrscheinlich schlechtesten Saison seit Jahren direkt in die Be also wieder in Topform. Unglaublich Zu diese Saison. tot. Also, ich weiß echt nicht, wo sie den vergessen haben. Den hätte man ruhig statt so ein Iago Aspas oder halt wirklich Borja Iglesias reinpacken können.
Aber Vinicius hätte es wirklich verdient. Also ich verstehe, wenn Vinicius da drin ist, das ist ja. Der Typ von Werder Bremen. Stimmt, wo ist er? Wo ist Füllkrug? Schade, spielt bei Werder Bremen seine beste Saison bis jetzt. Ist absolut krank, hat bei der WM gut gespielt. Es kann nicht sein, dass er mit Ende 37 bis im Sommer wirklich als Man United gecarried hat und er dann einfach nicht auftaucht. Das Vielleicht wäre auf kommt jeden er Fall auch schade, nicht nächstes zu Jahr sehen. ins Team of the Year mit Al Nassr. Mit Talisca zusammen. Ich würde sagen, zähl mal dein Team nochmal auf hier. Im Tor steht absolut fair und vertretbar Thibaut Courtois. Meine beiden Innenverteidigerpositionen belegen Tomori und Eder Militao. Die Außenverteidiger sind Hakimi und Hernandez. Von links nach rechts aufgezählt links Bellingham. In der ZDM-Position Tchouaméni und rechts Luka Modric. Am linken Flügel befindet sich Kylian Mbappé. In der Mitte Karim, The Dream, absolut verdienter Ballon d'Or-Gewinner Benzema. Und rechts Lionel Ankara Messi. Van Dijk, Ruben Dias, De Bruyne, die werden alle drin sein. Ich will keine Premier League-Spieler, wie ihr seht. Ja, und in diesem Sinn dürfen wir nicht unsere Stimme abgeben, weil EA ihre Seite nicht gut eingerichtet hat. Gut, wir verabschieden uns mit, man sieht's, der erfolgreichsten Sportsimulationsfirma der Welt. Schade. Danke, EA. Hier nochmal beide Team of the Years eingeblendet. Ich würde sagen, das können wir so stehen lassen und wünschen eine ganz tolle Foot Centurions Promo und dann viel Packluck beim Komm, gönn. Oh nein! Nein! Ja, auch gut. Und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wünschen einen schönen Abend, Morgen, Tag. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ah!